Ich mache heute mein erstes Reaction-Video und sorry, Andreas, aber es ist leider ein Video von dir. Andreas Schmitz auf seinem Kanal hat gestern ein Video veröffentlicht: 2000 Watt Balkonkraftwerk plus Speicher. Mit dem Trick lohnt es sich. Und da sind leider so materielle Berechnungsfehler drin bei der Berechnung, wie viel ein Balkonkraftwerk im Jahr erzeugt, wie viel man davon selber nutzen kann, wie viel man mit einem Speicher nutzen kann, auch wenn man das Balkonkraftwerk auf 2000 Watt Peak Modulleistung erweitert. Das muss ich leider recht richtig stellen, weil das sind Themen, mit denen beschäftige ich mich auf meinem Kanal von früh bis spät. Da habe ich wirklich echte Daten und nicht nur modellierte Daten. Und das schauen wir uns jetzt mal genau an, an welchen Stellen da überall Fehler vorgekommen sind. Ja, schön, dass ihr hier seid. Wir schauen uns jetzt gemeinsam mal den Teil vom Video von Andreas Schmitz an, in dem er auf die Ertragserwartung eines Balkonkraftwerks eingeht und darauf, wie viel man davon selber verbrauchen kann, entweder ohne Speicher oder mit Speicher, mit kleinem Balkonkraftwerk zwei Modulen oder mit großem Balkonkraftwerk 2 Kilowatt Peak. Und da schauen wir jetzt direkt mal rein. Ich das. Ich berechne euch jetzt, was es bringt, ein 2000 Watt Balkonkraftwerk einmal mit und einmal ohne Akku zu betreiben. Und nochmal zum Vergleich, ein normales 600 Watt Balkonkraftwerk mit 2x430 Watt Modulen mit und ohne Akku. Ich habe jetzt die 430er genommen, weil wir die oben hatten und das glaube ich auch was ganz Gängiges im Moment ist. Also da muss ich ihm recht geben, ja, das stimmt. Hätte ich auch genommen. Also 430 Watt Peak pro Modul ist zwar relativ viel heutzutage, da kommt man schon in relativ teure Bereiche rein. Zwischen 400 und 410 Watt pro Modul ist wahrscheinlich eher das Gängige, aber sei es drum, das ist, glaube ich, eine gängige Konstellation für ein Balkonkraftwerk. Zweimal 400 plus Watt Peak und dann 600 Watt Einspeisewechselrichter. Die Randbedingungen seht ihr hier eingeblendet. Ganz kurz, für die PV-Anlage habe ich jetzt ungefähr 600 Euro angenommen. Also der Wechselrichter liegt so zwischen 200 bis 300 Euro plus die Module, Halterung und so. Ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe jetzt einfach mal so einen Standardwert angenommen. Kann auch ein bisschen mehr sein, aber ich glaube, auf das bisschen kommt es jetzt hier wirklich gar nicht an. Ja, auch hier, das sind keine verkehrten Annahmen. Das passt soweit. Balkonkraftwerk 90 Grad Südausrichtung, ja, kann man darüber diskutieren, sollte man eher nicht machen. Also man sollte es halt schon ein bisschen anschrägen. Das Ganze 90 Grad ist halt nicht unbedingt optimal, aber sei es drum. Strompreis passt, Einspeisevergütung passt, Standort okay, kann man halt wählen, wie man möchte. Stromverbrauch 2500 Kilowattstunden pro Jahr. Das wird später nochmal interessant. Halte ich auch für völlig in Ordnung. Standardlastprofil mit 2500 Kilowattstunden kann man nehmen. Aber das wird nachher noch spannend, gerade wenn wir uns die größeren Anlagen anschauen. Der Akku 1500 Euro, da sieht man gleich mal, ja, wir rechnen hier mit einer EcoFlow-Station. Das geht natürlich deutlich günstiger, aber da gucken wir nachher auch nochmal. Aber hier soll es ja in dem Video um diese EcoFlow-Station gehen, von daher klar, passt. PV-Anlage 830 Watt. Gut, das passt jetzt nicht ganz zu dem, was er vorhin gesagt hat. Er wollte ja 430er Module nehmen, das wären also 860 Watt. Aber sei es auch drum, die 600 Watt mit Montagematerial, okay, ist ein bisschen knapp kalkuliert, passt aber soweit. Also von den Randbedingungen würde ich sagen, insgesamt passt es soweit. Also los geht's. Okay, was sehen wir hier? Unten sehen wir, welches Balkonkraftwerk das quasi ist. 2 Kilowatt Peak-Module, 2 Kilowattstunden Akku, also quasi der Delta 2 Max als Akku. Und der Wechselrichter kann bei allen vier Konfigurationen maximal 600 Watt einspeisen. Das würde sich nächstes Jahr vermutlich auf 800 Watt ändern, aber dazu gleich auch noch mehr. In Blau seht ihr jetzt, wie viel Strom ihr in einem Jahr erzeugt und davon auch selber nutzen könnt. Und das ist genau das, was man dann ja auch wirklich spart. Denn So, und genau da liegt das Problem oder der riesengroße Rechenfehler, den Andreas Schmitz hier macht. Also, wir haben ein Balkonkraftwerk mit 860 Watt Peak, hier steht es jetzt richtig beschriftet, mit 90 Grad Südausrichtung. Ein Balkonkraftwerk mit 90 Grad Südausrichtung produziert aber keine
700 Kilowattstunden pro Jahr, weil wenn man hier diesen selbstgenutzten blauen Balken und den roten Balken zusammen addiert, kommt man so ungefähr auf 650, 700 Kilowattstunden, die er hier annimmt. Das ist aber zu viel. Also mit einer solchen Ausrichtung Süd 90 Grad, wir reden wie gesagt über 90 Grad, wird man auf keinen Fall über 600 Kilowattstunden pro Jahr produzieren. Das heißt, da fehlen ungefähr 20% in der Produktion. Ja, das muss man fairerweise sagen. Wenn man anwinkelt, also wenn man nicht 90 Grad das Ganze ausrichtet, also einfach an der Balkonwand nach unten hängen lässt, sondern das Ganze ein bisschen anschrägt, dann kann man mit einem solchen Balkonkraftwerk ohne Verschattung, also mit wirklich reiner Sonne, tatsächlich 700, ja, vielleicht sogar 800 Kilowattstunden im Jahr produzieren. Aber so, wie er es hier beschreibt, 90 Grad Süd, ist das schlichtweg nicht möglich. Der größere Fehler liegt aber in dem hohen Eigenverbrauch. Also mit einer solchen Anlage, die 90 Grad Süd befestigt ist, zwei Balkonkraftwerke, 860 Watt Peak, wird man niemals als normaler Standardlastprofilhaushalt 87,5% Eigenverbrauch haben. Man kann sich das sehr schön anschauen. Der Stecker Solar Simulator der HTW Berlin, ich zeige euch hier mal einen Screenshot, wo ich das auch mal durchgerechnet habe, der spricht davon, dass man ungefähr 61% der erzeugten Strommenge dann auch selber verbraucht. Das halte ich für sehr realistisch. Ich habe seit einem guten Jahr, fast einem Jahr bei meinen Eltern ein Balkonkraftwerk am Laufen. Ich selber betreibe seit knapp 5 Jahren ein Balkonkraftwerk. Bei mir ist nicht gut vergleichbar, weil ich noch eine große PV-Anlage habe, bei meinen Eltern dagegen schon. Und sogar 60% sind schon recht optimistisch. Also ein bisschen mehr als die Hälfte des erzeugten Stroms verbraucht man mit Standardlastprofil. Wir reden von Standardlastprofil. Ja, das stimmt. Die Hälfte bis 2/3, ja. Aber auf gar keinen Fall 87,5%. So, und wenn wir dann mal einen realistischen Wert annehmen und den hier von der HTW Berlin, den halte ich für realistisch und kann den auch mit eigenen und den Daten meiner Eltern belegen, dann haben wir einen vermiedenen Strombezug von 348 Kilowattstunden. Und 348 Kilowattstunden sind halt was anderes als 600. Ja, oder wie viel, man kann es ja hier nur schätzen, wie viel in der Grafik zu sehen sind. Aber es sind, weiß nicht, irgendwas über 600 Kilowattstunden, die er hier annimmt für 860 Watt Peak plus kein Akku. Und das steht halt im krassen Gegensatz zu den 300, knapp 50 Kilowattstunden, die man tatsächlich mit einem solchen Balkonkraftwerk pro Jahr nutzen kann. Das soll nicht heißen, dass ein Balkonkraftwerk unattraktiv ist. Nein, im Gegenteil, Balkonkraftwerk rechnet sich immer, aber wenn wir nachher zur Amortisation kommen, das sind Werte, die stimmen halt hinten und vorne nicht. Also da sind wir fast bei einem Faktor 2, den man auf das draufrechnen muss, was Andreas Schmitz hier ansetzt. Jede selbstgenutzte Kilowattstunde spart jetzt hier momentan 29 Cent Stromkosten. Also das ist momentan der aktuelle Strompreis. Also ne, ein großer blauer Balken hier, der ist gut, den wollen wir haben. Die Anlagen mit 2000 Watt Modulleistung liegen natürlich immer vorne, weil die einfach mehr produzieren. Aber man erkennt auch, dass die Anlage mit Akku immer etwas besser performt, was ja auch Sinn macht. Das treibt ja meinen Eigenverbrauch hoch, weil ich ja... So, und das stimmt im Grundsatz natürlich, ja. Aber das ist leider nur Theorie. Ja, natürlich, ich kann mit einem Speicher den Solarstrom zwischenspeichern. Soweit korrekt. Nur leider hat Andreas Schmitz hier vergessen, das Ganze ins Verhältnis zum Standardlastprofil zu setzen. Die 81,5%, die er hier ausweist, an Eigenverbrauch bei einer 2 Kilowatt Peak-Anlage mit 2 Kilowattstunden Akku, die sind also gelinde gesagt so extrem an der Realität vorbei. Das muss ich leider richtigstellen, und zwar mit Daten, die ich selber aus meinem Verbrauchsverhalten und mit meinen Produktionszahlen belegen kann. Schauen wir uns mal an, was ein solches Balkonkraftwerk mit 2 Kilowatt Peak in den Sommermonaten produziert. Und da zeige ich euch mal die Produktion meiner Solaranlage, natürlich skaliert auf Kilowattstunden pro Kilowatt Peak an einem richtig guten Sommertag. Und die haben wir von Mai,
Juni, Juli. Das sind keine ungewöhnlichen Tage hier. Da haben wir durchaus solche Tage. Produziert eine halbwegs gut aufgestellte Ost-West-Anlage, die ich hier habe, 7,1 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak. Bei einer Südausrichtung, so wie das ja hier fürs Balkonkraftwerk angenommen wird, sind die Produktionsdaten sogar noch etwas höher. Aber rechnen wir mal ganz konservativ mit 7 Kilowattstunden pro Kilowatt-Peak. Wenn ich 2 Kilowatt-Peak installiere, produziere ich an solchen Tagen also 14 Kilowattstunden. 14 Kilowattstunden, was mache ich denn damit? Ich habe einen Speicher von 2 Kilowattstunden. Ich habe einen Einspeisewechselrichter, der 600 Watt maximal einspeisen kann. So, und dann schauen wir uns mal an. Auch hier reale Produktionsdaten. Ihr seht also, es gibt viele solcher Tage, wo so viel produziert wird, wie ich euch eben gezeigt habe. Also mit dem 2 Kilowatt Peak Balkonkraftwerk 14 Kilowattstunden am Tag. Die müsst ihr wegschaffen. Die kriegt ihr aber nicht weg. Die kriegt ihr niemals verbraucht und die kriegt ihr auch nicht Langzeit gespeichert und gar nichts. Die gehen schlichtweg verloren. Ich zeige euch hier mal eine Rechnung. Also der Erwartungswert meiner Anlage in den Sommermonaten, hier der Juni, für den gesamten Juni, liegt bei 4,6 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak. Bei 2 Kilowatt Peak Modulleistung, wie hier bei Andreas Schmitz im Video angenommen, sind das also eine durchschnittliche Produktion von 9,2 Kilowattstunden pro Tag. Wenn man das jetzt dauerhaft 24 Stunden von früh bis Abend mit der maximal erlaubten Einspeiseleistung von 600 Watt einspeisen, wenn man das mit dem Einspeisewechselrichter einspeisen würde, dann wäre das eine 380 Watt Dauerleistung. Das heißt, ihr müsstet dauerhaft 380 Watt in euer Hausnetz einspeisen. Blöderweise verbraucht ihr nicht so viel. Ja. Bei dem Standardlastprofil mit 2,5 Kilowattstunden, 2500 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr, werdet ihr ungefähr eine Grundlast von 100 Watt haben. Ja, das ist 100 Watt echte Grundlast. Das ist bei so einem Standardlastprofil 2,5 Megawattstunden Verbrauch im Jahr ungefähr das, womit ihr da rechnen könnt. Das heißt, mit eurer Grundlast nutzt ihr 2,4 Kilowattstunden am Tag. Ja, 24 Stunden mal die Grundlast, 100 Watt, sind 2,4 Kilowattstunden pro Tag. Dann habt ihr vielleicht noch von Ecoflow so eine intelligente Steckdose, die hier ein Gerät mit abgreift. Sagen wir mal euren Kühlschrank, weil der taktet ja immer mal rein, mal raus. Den wollt ihr auch noch mit versorgen. Es sind nochmal eine Kilowattstunde für den Kühlschrank, die damit draufgehen. Das heißt, ihr nutzt 3,4 Kilowattstunden pro Tag selbst. Das ist euer Eigenverbrauch im Sommer. Und das sind 37% der Erzeugung. Und 37%, das ist natürlich ein Sommerwert. Ja, das wird im Winter mehr, weil er einfach nicht so viel produziert. Aber so eine Solaranlage produziert halt in den Sommermonaten einen Großteil der Strommenge des Jahres. Das, was im Winterhalbjahr darunter kommt, das ist wirklich vernachlässigbar. Ja, also das hier ist entscheidend. 37% Eigenverbrauch im Sommer. Und das ist halt was vollkommen anderes als 81% Eigenverbrauch, die hier im Video angenommen werden. Also ich würde mal sagen, übers Jahr gesehen kommt ihr mit so einer Konstellation 2 Kilowatt Peak plus 2 Kilowattstunden Akku mit einer Konstanteinspeisung, weil was anderes kann die Ecoflow nicht. Die kann halt mit den intelligenten Steckdosen so ein bisschen Halbintelligenz simulieren. Aber ihr landet, wenn ihr gut seid und wenn ihr eure Verbräuche ungefähr eintaktet, landet ihr zwischen 50% und 60% Eigenverbrauch. Höchstens, also allerhöchstens 60%. Niemals 80, niemals 70. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Und dabei ist noch nicht mal berücksichtigt der Verlust, der durch das Zwischenspeichern entsteht. Also dadurch, dass ihr den Strom erstmal aus den Solarpanelen in die Powerbank reinspeichern müsst und dann wieder rausspeichern müsst, das ist noch gar nicht berücksichtigt. Andreas geht zwar nachher noch in seinem Video darauf ein, wie der Wirkungsgrad des Powerstream, Ecoflow Powerstream Systems ist. Das ist aber leider nur der Wechselrichter, der ins Netz einspeist. Was fehlt, sind die Speicherverluste selbst, die durch das Speichern vom PV-Modul in die Powerbank und dann die Lagerung quasi in der Powerbank entstehen. Aber da will ich jetzt gar nicht mal so kleinlich sein. Aber
Was festzuhalten ist, ihr werdet diese 81,5%, die hier angegeben sind, niemals in der Realität erreichen. Wie gesagt, ein guter Schätzer sind 50%. Wenn ihr richtig gut performt und euren Verbrauch immer an die Produktion anpasst, dann seid ihr aber nicht mehr im Standardlastprofil, dann schafft ihr vielleicht 60%. In grün seht ihr jetzt, dass hier etwas verschwendet wurde. Und verschwendet bedeutet, dass zum Beispiel, wenn mittags 2000 Watt voll reinkommen, also die PV-Anlage kann Maximum reinballern, der Akku ist voll und der Wechselrichter kann jetzt aber nur noch 600 Watt einspeisen. Also 1400 Watt würdet ihr dann gar nicht erst erzeugen. Die Module werden dann sozusagen gar nicht genutzt und die erwärmen sich dann dadurch. Das ja, sowas passiert natürlich, nur leider in viel, viel größerem Ausmaß, als Andreas das hier angibt. Wir gucken nochmal zurück auf meine Produktionsdaten und auf die schöne Glockenkurve. Was passiert denn im Sommer? Und das ist ja kein Einzelfall. Wir reden hier über die Monate Mai, Juni, Juli. 3 Monate, 90 Tage im Jahr, die Hauptproduktionszeit der Solaranlage. So ungefähr zwischen 10 und 11 Uhr wird bei eurem Standardlastprofil mit 2500 Kilowattstunden pro Jahr, wird der Akku voll laufen. Das heißt, jeden Tag im Sommer zwischen 10 und 11 Uhr ist der Akku schlichtweg voll. Die 2 Kilowattstunden sind voll eingespeist und eure Solaranlage produziert aber fleißig weiter. 2 Kilowatt Peak, wie hier angenommen, die produzieren dann halt ja mal schön 1500 Watt, das ist so für eine Südausrichtung durchaus realistisch und das den ganzen Tag. Von 10 Uhr, na sagen wir mal 11 Uhr, konservativ angenommen, ist euer Akku voll. Das heißt von 11 Uhr bis ungefähr 20 Uhr, wenn der Akku wieder anfangen muss auszuspeichern, weil die Solarleistung nicht mehr ausreicht, vorher muss er das nämlich nicht, von 11 bis 20 Uhr ist der Akku voll. Die Solarmodule produzieren aber 1500, ja 1000, später am Nachmittag dann halt mal ihre 1000 Watt, dann ganz am Abend auch nur noch 500 Watt, aber alles das verpufft. Es geht, wird einfach nicht genutzt, es kann nicht gespeichert werden, ihr könnt es nicht selber verbrauchen, weil ihr so viel Verbrauch gar nicht realisieren könnt. Es wird auch nicht eingespeist, weil euer Einspeisewechselrichter kann ja nur 600 Watt. Das heißt, es geht unglaublich viel verloren an solchen Tagen. Und dieser winzige Balken, den Andreas Schmidt hier angibt, das ist, also das ist vielleicht der Verlust, den ihr an 3 Tagen macht. Ja, das Problem ist, das passiert an 90 Tagen. An 90 Tagen im Jahr verpulvert ihr und verschenkt ihr unglaublich viel Strom, der eben gar nicht genutzt werden kann, weil ihr gar nicht so große Verbräuche habt. Jetzt wird es spannend. Die größte Anlage mit 2000 Watt Solarmodulen und dem Speicher nutzt immerhin 81,5% des Stroms für euch selbst. Also ihr speist wirklich nicht viel ein und das fand ich krass, das hätte ich nicht gedacht mit so einem kleinen Akku. Ja, und das stimmt leider auch nicht. Ja, also das, da ist seine Vermutung, sein Bauchgefühl auch richtig gewesen, dass er das nicht gedacht hätte, dass man solche hohen Werte erreicht, weil es ist in Realität auch nicht richtig. Wie gesagt, ich habe es ja im Video gezeigt mit realen Produktionsdaten, mit dem Rechner der HTW Berlin. Da könnt ihr übrigens auch mal durchrechnen, wie sich so ein kleines Balkonkraftwerk zumindest mit Speicher rentiert. Und da seht ihr, ja, natürlich, der Eigenverbrauch geht hoch, den bekommt ihr hoch. Immer gerechnet auf einer 800 Watt Peak Erzeugung. 2 Kilowatt Peak könnt ihr in dem Solarrechner leider gar nicht angeben. Und da würdet ihr dann aber sehen, wenn ihr das mit dem Solarrechner mal durchrechnet, dass er halt auf deutlich niedrigere Werte kommt. Und ich habe es ja euch gezeigt anhand meiner Produktionsdaten, anhand des Standardlastprofils, was so an Grundlast anfällt. 50% ist meine Schätzung auf Basis realer Daten, also 50% werdet, könnt ihr erreichen, wenn ihr gut seid. Wenn ihr super gut seid und dann vom Standardlastprofil abweicht und eure Verbraucher in die Mittagsstunden schiebt, dann kommt ihr vielleicht auf 60% Eigenverbrauch, aber niemals auf die 81%. Von daher, ja, Andreas, dein Bauchgefühl war richtig. Das, was du hier zeigst an Daten, das ist leider falsch.
Wir sehen die größte Ersparnis hier in Euro bei der 2000 Watt Anlage mit Akku, und das macht ja auch Sinn. Das sind immerhin 327 Euro pro Jahr, und die Anlage würde sich damit so ungefähr nach 6 Jahren amortisieren. Jetzt rein auf die Anschaffung und die Ersparnis bezogen. Ja, ansonsten haben wir da nichts einbezogen. Ja, und das ist natürlich ein Folgefehler. Also wenn natürlich die ganzen Produktionsdaten und die Eigenverbrauchsdaten nicht stimmen, wie ich ja vorhin gezeigt habe, dann stimmt natürlich auch die Amortisationsrechnung nicht. Wenn man tatsächlich das auf Heller und Pfennig in der richtigen Amortisationsrechnung machen möchte, dann muss man natürlich auch noch die Speicherverluste mit einbeziehen, weil im Sommer wird der Speicher jeden Tag einmal durchgesetzt. Das heißt, ich lade ihn einmal voll und lade ihn wieder leer. Das heißt, ich muss die Speicherkosten mit berücksichtigen. Wie viel verliere ich durch das Speichern im Speicher und das Ausspeichern? Das hat er hier nicht gemacht. Plus die überoptimistischen Eigenverbrauchsdaten. Wenn man das alles mal mit einberechnet, bleiben von den 327 Euro Ersparnis pro Jahr, zwischen 150 und 200 Euro. Wir sind mal positiv, sind vielleicht 200 Euro, wobei das glaube ich nicht. Also so viel Ersparnis wird man damit nicht haben. Und die Amortisationszeit, die liegt dann eben nicht mehr bei 7 Jahren, sondern irgendwo jenseits von 10 Jahren. Ähnlich ist das bei den anderen Grafiken hier zu sehen. Also auch ein normales Balkonkraftwerk, um den dritten Fall hier abzugreifen, normales Balkonkraftwerk ohne Akku, das amortisiert sich natürlich nicht in 3 oder 3,5 Jahren. Auch da braucht man mit einer 90 Grad Südausrichtung, Standardlastprofil, irgendwas um die 6 Jahre, was völlig in Ordnung ist. Ja, nur man sollte den Leuten nicht Hoffnung machen, dass sich nach 3 Jahren diese Anlagen amortisiert haben. Das ist einfach unseriös. Also das kann man nicht machen, das ist einfach falsch. Ja, da werden Eigenverbräuche massiv überschätzt und die Ersparnisse halt massiv nach oben gerechnet. Ich glaube nicht, dass Andreas Schmitz sowas absichtlich macht. Da sind halt irgendwelche Fehler in seinen Formeln, in seinen Eigenverbrauchsberechnungen drin. Aber so ist es auf jeden Fall nicht richtig. Und das wird jeder, der ein Balkonkraftwerk hat, auch belegen können, dass solche massiven Ersparnisse und solche kurzen Amortisationsdaten mit der Ausrichtung, wohlgemerkt, 90 Grad Süd Standardlastprofil, so nicht drin sind. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt aus dem Video. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was richtigstellen können mit auf Basis von echten Verbrauchs- und Produktionsdaten. Wir sehen uns demnächst wieder hier auf dem Kanal PV&E. Bis dahin wünsche ich euch immer ordentlich Sonne auf den Modulen. Macht's gut. Tschüss.